Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Ja, es ist nämlich ein Paket von dem Two Souls Gaming angekommen. Den Kanal werde ich auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und ja, er hat für mich mitbestellt. Vielleicht hat der ein oder andere schon sein Video gesehen, wo er die Dosen angeboxt hat. So, mal kurz aufschneiden. So, hier in der Mitte. Ziemlich gut verpackt, du. Auf jeden Fall bis jetzt. So. Messer ist auch nicht mehr das Schärfste. So. Also, normalerweise sollten hier drei Dosen drin sein. So. Schau ich mal rein. Ja, es sind drei Dosen. So, dann muss das Messer weg. So, mal umklappen. So. Also, kommen wir hier zu Dose Nummer 1. Ja. Ich habe eine Dose, also eine Sorte zweimal mitbestellt. Und zwar diese hier. Mein absoluter Lieblingsmonster. Wenn nicht sogar Lieblings-Energy-Drink. So. Oh ja, gut eingepackt. Unverdellt. Monster Cuba Lima. Ja, mit dem etwas neueren Design. Ich habe noch das mittelneue Design. Hier sieht man, da steht kein Energy Drink. Oder kein Energy. Und hier steht Energy. Das neue Design hat diese Limette nicht mehr. Das ganz neue Design. So, ja, wie gesagt. Cuba Lima. So. Kommen wir zu Dose Nummer 2. Wie man sieht. Noch eine Cuba Lima. Weil es halt einfach mein absoluter Lieblings-Energy-Drink ist. Beziehungsweise absoluter Lieblings-Monster. Mussten einfach zwei sein. Werden natürlich auch ein Review zu folgen. So, stellen wir mal hier hin. So, und nun zur letzten Dose. Die ich mich richtig gefreut habe, weil ich sie noch nicht gehabt habe. Und mir noch fehlte. Die Monster Punch Mad Dog mit dem neuen Design. Ich finde das Design einfach nur richtig geil. Auch mit dem lilanen Tab, dem blanken Top. Sieht einfach mal richtig mega aus. Auch keine Dellen, richtig geil gemacht. Aber hier ist es sogar noch Double Edition. Die deutsche ist ja keine Double Edition. Das ist ja einfach nur Punch. Und ja. Vielen Dank für die Dosen und vielen Dank fürs Mitbestellen. Und ja. So, hier nochmal die Dosen, die ich mitbestellt habe. Ja, das Kabel beiseite. So. Na gut, das war's vom Unboxing. Und wir sehen uns bei den Reviews wieder. Bis demnächst.